Willkommen auf meinem Kanal zu einem neuen Video. Wir schauen das neue Video von Rezo rein. Die dümmsten Menschen der Welt mit Hugo und Rezo. Aus dem Bett scheinbar. Geh mal rein. Okay. Was ist das für ein Video hier? Müssen die irgendwie, wenn sie lachen, was essen oder wie? Oder ist es einfach random nebenbei? Kann ich diese Teller bestellen? Gib ihm einmal 10 Euro, keine Ahnung. 10 Euro! 5, nehmen, gib 5. Aber hat sie so sehr Angst? Das ist der dreiste Klopfsounder. Ich habe auch schon so oft gedacht, dass jemand bei mir an der Tür klopft, aber es eigentlich macht ja gar keinen Sinn, weil niemand bei mir an der Tür klopfen würde. Fühlst du dich wohl? Dann können wir gerne noch zudecken. Ich habe mich schon immer gewünscht, mit dir einmal so zu sitzen. Das leider müssen wir jetzt ein bisschen schräg stellen. Scheiße. Herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Was sind das eigentlich für Turteltäubchen, dass sie einfach so im Bett rumchillen, so noch zugedeckt, als ob die gerade aufgewacht werden? Okay, sieht ein bisschen fresh aus dafür, dass sie gerade aufgewacht sind. Aber trotzdem, was ist das für ein Setting hier? Hier auf diesem Wunder. Vor allem noch mit so einem Instagram-worthy Frühstücksbuffet an der Seite noch so. What? Kanal. Ich habe einen besonderen Gast dabei, nämlich den lieben. Und wir, Jakob ist unerwartet reingekommen. Wir waren gerade am Frühstücken, Hugo und ich. Und Jakob kam jetzt rein mit einer Kamera und wollte, dass wir eine Reaction drehen. Und das machen wir natürlich. Ah, okay. Ist das Obst geben? Ja, ich kann dir das Obst geben, warte. Gabe auch noch. Hier. Danke. Okay, nee, die essen einfach nebenbei auf entspannte Basis. Okay, dümmsten Menschen, Clip 1. Wir haben eine Frau. Die Frau ist auf einer Eisscholle. Aber ich fand das... Oh mein Gott, das hat mich gerade ein bisschen an Dinge erinnert. An Takeshis Castle oder Ninja Warrior. An solche Geschichten. Erstmal Parkour. Die Frau ist auf einer Eisscholle. Ja, gut. Aber ich fand das gar nicht so dumm, weil... Ja, wollte ich auch gerade sagen, so dumm ist es halt gar nicht. Ist auch gemacht. Ich finde, das ist nicht per se sehr dumm. Ja. Ich fand, das war semi-dumm. Sie hat Jump'n'Run gemacht. Es war halt unnötig, das auf jeden Fall, weil wahrscheinlich wollte sie nicht rüber, aber es war trotzdem lustig und so dumm auch nicht. Was hat die gemacht? Weißt du, was Jump'n'Run ist? Was ist Jump'n'Run? Nee, das ist egal. Was ist Jump'n'Run? Was ist Jump'n'Run? Run. Jump'n'Run? Ja. Ich habe für Jump'n'Run verstanden. Nee. Ja, die hat Jump'n'Run gemacht. Oh mein Gott, das kenne ich. Das ist echt dumm. Also das ist richtig dumm. Ey, das war halt dumm. Ja. Das sind Sachen, da kann man antizipieren, dass das passieren würde, wenn man das mit dem Handy macht. Ich finde, das ist okay. Was ist antizipieren? Digga, was kommt denn da? Das geht mit Rezo, Alter. Kaum ist Hugo, weil ich muss ja die Fremdwörter raushängen lassen, oder was? Du musst ja gar runterschalten bei mir. Okay, das hätte er doch wissen können. Ja, okay. Beziehungsweise, jetzt wo ich drüber nachdenke, sagt Rezo oft solche Wörter, vor allem auch im Podcast zum Beispiel, schon hin und wieder, oder? Aber jetzt auch nicht so oft. Aber vielleicht wollte es jetzt neben Hugo erst recht raushängen lassen. Rutsch ein bisschen heran. Ich weiß, dann kannst du dich nicht anlehnen. Ja, upsi. Ich kann dir auch noch ein Croissant geben, wenn du willst. Haben wir Nutella? Nutella ist leider nicht da, dann aber Marmelade ist da. Willst du Marmelade im Croissant? Milka, ich brauch Milka. Was ist in diesem Ding da drin? Hier? Ja. Oh. Willst du das free? Er war richtig displeased, Alter. Du musst es bezahlen. Nee, das Ding ist, heute Morgen so um 7 klopft es an der Tür. Ich natürlich voll am Pennen. Ich ruf so, nee, ist nicht... Ah, das habe ich auch gehört. Die Story hat dein Podcast schon erzählt. Weil ich dachte, es ist so putzen oder so. Und dann klopft es aber weiter. Und ich stehe so auf und gehe zur Tür, mach die so auf und ist halt jemand mit diesem Ding. Aber hast du for free bekommen? Ja, ja, das ist das Ding. Ich meinte, ich habe das nicht bestellt. Und der meinte, doch, doch. Und ich sag, nee, du bist... Das sieht so aus, als ob sie es extra bestellt hätten, um das Video aufzunehmen. Aber es war halt einfach komplett random scheinbar. Im falschen Zimmer. Das ist nicht das richtige Zimmer, wo du das hinbringen sollst. Und er, doch, doch. Und ich habe gesagt, ja, okay, dann stell rein. Ich gehe wieder schlafen. Und dann bin ich wieder ins Bett gegangen. Hab auch gedacht, das hätte ich geträumt. Aber dann, als ich wach geworden bin, sehe ich da das Teil. Insofern, wir haben das jetzt. Kann man noch Nutella bestellen? Ich kann dir ein bisschen Marmelade geben. Nein, Marmelade ist so Zucker. Und Nutella? Was? Nein, Marmelade ist so Zucker, aber Nutella? So Zucker, süß, checkst du? Und Nutella ist Schokolade halt. Ach so, Marmelade ist ein süßes Sensation für dich, aber Nutella ist eine cremige Sensation. Sensation, Digga! Also Sensation ist Papa Platte Niveau, oder? Also ich meine, ich würde es auch sagen, ich immer so englische Begriff rein mit reindroppen. Er ist Annika und ich freue mich. Aber da ist Hugo, glaube ich, die falsche Zielgruppe für. Ich freue mich sehr, dass du hier bist. Gucken wir weiter. Guck mal, da kann man ja wieder antizipieren. Ja, das ist dumm. Das ist dumm. Ja.
Danke für den Kommentar, Hugo. Das ist schon dumm. Es ist nicht so dumm, es ist auch unnötig. Was wollten sie damit überhaupt bezwecken? Weiß sie was, was wir nicht wissen? Okay, das ist auch unnötig. Vielleicht Hugo. Hatte sie Angst, dass wenn sie drüber läuft und es jemand zieht, dann werden ihr die Beine weggezogen. Nee. Was ist das? Ich dachte, eine Millisekunde ist der Tanzverbot. Macht gar keinen Sinn, aber egal. Das ist dumm. Hey, doch, eigentlich. Doch, das ist schon dumm. Also, in dem Alter ist es dumm. Wenn man jugendlich ist oder jung und da das nicht reilt, dann ist es vielleicht nicht dumm. Aber normalerweise in dem Alter sollte man schon wissen, dass es so einen thermischen Schock gibt. Wenn du was richtig Kaltes, was Heißes drauf tust oder andersrum halt, dann platzt es halt einfach. Weiß man doch, dass wenn der Temperaturunterschied... Bei so Glas, dann dehnt sich das ja aus. Was weiß ich. Okay, also eine Frage, existiert Hugo eigentlich in unserer Welt oder ist er in irgendeiner Parallelwelt unterwegs? Auch nicht dumm. Warum war das nicht dumm? Ich fand, das war schon... Man denkt, da ist noch Boden. Denkt man das? Ja, da weiß ich nicht. Ist das dumm? Ich kann ihn nicht judgen, nee. Hätte jedem passieren können. Ja, guck mal, der See geht so. Okay, ich gebe dir recht, man denkt nicht, dass es so tief ist. Ja. Aber es hätte ja schon knietief sein können. Nee. Ja gut, dann nicht. Es hätte nicht knietief sein können, weil der See geht so. Chat fragt, welches Produkt von Moore ist am besten zum Einsteigen? Also bis jetzt ist Strong, oder Chunky Flavor, würde ich sagen. Packt ihr Chunky Flavor in den Joghurt rein oder packt ihr Sirup in Wasser rein? Ich glaube, das sind die beiden Sachen, die am besten zum Einsteigen sind. Immer alles ausverkauft bei Moore. Ja, dann müsst ihr mir zuhören in der Story. Ich sag immer Bescheid. Einmal im Monat um 11 ist sozusagen die Zuckerspar-Aktion. Ist immer sonntags um 11. Da ist Sirup und Chunky wird gerestockt oder es kommen neue Sorten raus oder so und ich sag immer Bescheid. Jedes einzelne Mal sage ich vorher Bescheid. Stimmt, es sind häufig Sachen sold out, aber ich sag Bescheid. Ich bin nicht schuld. Was war das denn, Alter? Was ist so eine Eiswaffel ist das? Das ist ja komplett dumm. Boah, rauchst du? Nein, ich Alter. Ja, also ich rauche auch nicht, aber... Ich judge niemanden, der raucht. Ich find's aber auch einfach nicht geil. Rauchst du? Nein, ist ekelhaft. Hast du rauchen? Ich finde Rauchen ganz bah. Kann ich diese Teller bestellen? Ich finde, das riecht halt auch einfach unangenehm. Also, jedes Mal dieser Geruch, der ist halt auch so richtig penetrant einfach. Nee, ich glaube, das geht wirklich nicht. Doch, das geht. Willst du jetzt wirklich? Soll ich jetzt wirklich? Mein Nachbar raucht immer und es zieht immer bei mir im Fenster rein. So nervig. Also, das Ding ist, es juckt mich ja nicht, dass Leute rauchen, aber irgendwie nervt es mich dann schon, wenn es in meine Wohnung reinzieht einfach. Man muss jedes Mal Fenster zumachen, ey. Wie so ein Heck. Vor allem, wenn ich durchlüften will, wenn es endlich mal ein bisschen kühl geworden ist. Ich frage, ob die Nutella haben. Hi, ich bin im Raum 234. Habt ihr Nutella? Hat er jetzt wirklich für Hugo nach Nutella gefragt? Bei manchen Menschen denkt man sich, warum probieren sie das aus? Also ich verstehe es auch nicht. Also das Ding ist, selbst wenn das Video gut geklappt hätte mit dieser Eiswaffel und der Zigarette drin, sieht ja trotzdem nicht mehr wirklich ästhetisch aus. Es sieht nicht geil aus, es sieht nicht heftig aus. Es sieht einfach, ja, wie so ein schimmeliges Handyvideo aus. Und im Prinzip hat er sich dann noch eine Zigarette in Drachen reingeballert. So unnötig. Wie viel was? Wie viele Nutella? Ja. Nicht einen Teller. Nutella. Die Schokoaufstrich. Not a plate. Hä, was geht ab? Sind die im Ausland unterwegs? Yes, yes, ja. Ja, eine kleine Packung. Oder zwei kleine Packungen. Nein. Drei kleine Packungen. Dankeschön. Kuku. Ging doch. Digga, wir müssen es gleich bezahlen, oder? Warum war es so stressig, das zu bestellen? Oder ist das dann auf der Rechnung am Ende? Nein, Nutella ist free. Gib dem doch jetzt gleich irgendwie einen Zehner oder so. Man gibt doch Leuten immer was, wenn die kommen. Keine Ahnung, man gibt doch Leuten was, wenn die kommen. Boah, ist das so im Hotel, wenn jemand kommt, gibt man denen was? Ja, also wenn jemand mein Gepäck tragen würde, obwohl ich das nicht mal will, weil ich würde mein Gepäck selber tragen wollen. Aber wenn er unbedingt darauf besteht, dass er es tragen muss, würde ich ihm was geben. Aber ja, aber wegen Nutella kann ich mir schon vorstellen, dass es sich einfach schäbig fühlt, dass er wegen drei Nutella jemanden rufen musste. Ah, danke schön, dass du es gemacht hast. Ja, also ich zahle eigentlich immer, wenn ich komme.
Gib ihm einmal 10 Euro, keine Ahnung. 10 Euro! Oder 5, nehmen, gib 5. So viel Geld hat er dann doch nicht. Okay, oh. Weiter geht's. What is she doing? No, she's not. No, she said it on. Why is she so afraid to get so close? Okay, here we go. She got it. She got it on the right side this time. Ja, aber das... Das ist gestaged, oder? Das ist nicht real. Ich kann mir nicht vorstellen, dass man ein Auto hat, das man selber fährt und dann nicht weiß, wie man das tankt. Wie kann man denn nicht näher ranfahren? Oh mein Gott. Ja, dumm halt. Gut. Das ist der Grund. Aber hat sie so sehr Angst? Boah, dieses Klopfen ist so creepy, ne? Also man könnte echt denken, das kommt aus meinem eigenen Zimmer. Hi, Elroso. Machst du auch sowas? Nee, ich tanke keine Autos. Ich hab kein Auto. Warum soll ich Autos tanken? Geil, Digga. Achso, die Nutella ist gekommen. Die Nutella. Danke. Soll ich dir mal ein Brot geben? Ja, nee. Croissant. Ein Croissant? Darf ich hier überhaupt essen in deinem Bett? Ja. Das kann ich ja gleich alles wieder wegkrümeln. Alter, wie sie einfach die Hälfte der Gurke weggeballert hat. Aber was ist das auch für eine genmanipulierte Gurke? Digga, was schon wieder? Genmanipuliert. Was ist das denn schon wieder? Die ist... Hugo, was geht bei ihm, Alter? Ja, du redest zu viel, so hoch. Guck mal, wie dick die Gurke ist. Das ist nicht meine Gurke. Sondern? Das ist dieses andere. Warte mal, schauen wir uns das mal an. Wir gehen jetzt in Analysemodus hier. Zu viel, so hoch. Guck mal, wie dick die Gurke ist. Er ist schon ziemlich pixelig. Wir brauchen CSI. Poliert. Hochskalierung. Was ist das denn schon wieder? Die auch für eine genmanipulierte Gurke. Aber es sieht schon noch eine Gurke aus, oder? Einfach die Hälfte der Gurke weggeballert. Also hier drin, dieses komische Dreieck, das ist doch eine Gurke. Ballert hat. Aber was ist das auch für eine genmanipulierte Gurke? Also manchmal denke ich mir, wo lebt Hugo eigentlich? Der kann doch nicht hier auf der Erde bei uns leben, oder? Genmanipuliert. Was ist das denn schon wieder? Die ist... Der, was... Du redest zu so hoch. Guck mal, wie dick die Gurke ist. Das ist nicht meine Gurke. Sondern? Das ist dieses andere. Wassermelone. Wahrscheinlich jemand, der... Zucchini, oder? Ja, Zucchini meint er wahrscheinlich, aber nee, es ist eine Gurke, glaube ich. Zucchini! War das eine Zucchini? Doch. Soll ich das mal wegnehmen? Na, das Ding ist, ich will eigentlich noch mehr. Hier? Vor allem Zucchinis sind noch kleiner als Gurken, oder? Hä? Okay. Keine Ahnung. Oh, jetzt wird's kritisch. Okay. Ich hab ein Messer. Jetzt brauch ich noch einen Tisch. Kannst du deine Hand mal so halten? Ja, klar. Nee, gut, dass wir drei Packungen genommen haben. Eine wäre zu wenig gewesen. Ich dachte, du willst auch Nutella eigentlich. Da hast du zwei gesagt. Nee, für dich. Okay. Ich esse keinen Nutella. In Nutella ist Milch drin. Ah, Birnen und Kokos. Das ist so genial. Viel besser als jede Kokosnuss, die ich jemals in meinem Leben hatte. Kokos? Nee, so. Ich glaube, er meint nicht Kokos. Meint er Palmöl wahrscheinlich. Kokoöl. Ey, du kannst nicht aus dem Bild jetzt rausgehen. Bro, wie kann denn der Fugo überhaupt existieren? Aber das tut weh, da war ich so. Ey, ganz kurze Info, auf spark.store gibt es jetzt endlich einen Redrop vom Don't Sleep Hoodie. Das haben sich super viele seit jetzt mittlerweile einem Jahr gewünscht. Jetzt ist er wieder da, Link ist in der Videobeschreibung. Gibt natürlich auch noch ganz viele andere nice Pieces im Spark Store. Weiter geht's jetzt mit dem Video. Er hängt an was? Aber das ist doch noch nicht dumm. Oh doch, das ist, oh das, das ist... Boah, das ist übel dumm. Das ist so eine Wasserleitung, oder? Ab. Oh, das bricht ab. Also, das war absehbar, dass das passieren kann. Vor allem, der hat die Brühe richtig ins Face bekommen, weil der schau ich, es waren. Der macht noch so einen perfekten Flip und während der Flip kriegt er noch diesen Strahl ins Gesicht. Oh, das bricht ab. Oh mein Gott, Alter. Ah, und er piekt sich die Jahre. Zack. Oh, Digga. Ja. Oh mein Gott, warum macht so man das? Surprise, Buttsex. Was macht sie? Kuchen. Sie kippt. Bäh. Das ist ein Klo. Klo sind sauber als andere. Das ist richtig widerlich. Ja, und abgesehen davon ist es auch... Komplette Lebensmittelverschwendung. Als was? Und das triggert mich schon ein bisschen an der Stelle. Klos sind sauberer als Müll. Ich kann es mir nicht erzählen, dass ihr alles aufgegessen habt, diese ganze Kloschüssel. Ja, aber Klos sind ja nicht sauber. Das ist ja nicht Lebensmittel. Also, wenn,
Ich hoffe, sie hat es jetzt nicht aufgegessen, aber wenn sie es aufgegessen hat, dann Props, dass es wenigstens keine Lebensmittelverschwendung war. Sauber. Du kriegst doch ein Klo niemals so sauber, dass du Lebensmittel davon... Wann von mir ein Hoodie kommt, von mir weiß ich nicht. Es ist nichts geplant in der Richtung. Erstmal. Nee, alleine unter dem Rand hier, was meinst du denn, was da alles lauert? Ich denke, da muss schon auch einiges passieren, dass ich mal Merch rausbringe. Putzen. Ich würde nicht Lebensmittel und Klo mischen. Nee, auf gar keinen Fall. Oh, sie spürt noch, Digga. Ja, mit Milch. Oh nee, Digga, das ist stupid. Sie hat Milch in diesen Dingen gemacht. Ja, aber das wird... Ja, und jetzt ist es ein geiler Milchshake oder was. Das ist trotzdem disgusting, ey. Ja, alles, da ist ja auch in den Rohren ist noch Shit drin. Mal, und so. Das wird jetzt alles schön da reingespült. Leute denken auch, Klowasser wäre eklig, aber ist gar nicht eklig. Nein, ist es eigentlich auch nicht, aber Bro, es ist eine Toilette. Nee, Klo-Wasser ist normales Wasser. Ich bin geil. Das ist mit Flavor. Ist ein bisschen starke Meinung. Das ist so kalt und geil. Wann kommst du in Kontakt mit Klo-Wasser? Einmal Klo-Wasser getrunken. Aus dem Klo oder aus dem Klo? Also ich sag's mal so. Also, wenn man komplett darauf angewiesen ist und es literally sonst kein Wasser mehr gibt, kann man das tryen. Aber... Warum sollte man das einfach so machen? Weil im Prinzip ist es ja auch nur Leitungswasser, was da in diesem Spülkasten kommt, was dann zum Flaschen benutzt wird. Aber Bro, das machst du nicht einfach so. Das macht man in einer Notsituation oder wenn man keine andere Wahl hat, aber nicht einfach so. Einfach so ein Glas? Genommen, zack. Bist du deswegen so? Nein, das ist ein Jahr her nur. Du hättest doch auch einfach am Wasserhahn gehen können. Ach so, ja, klar. Lass uns auch mal machen. Das würdest du gerne mal machen? Ja, so ein Schiff und dann kommt da eine Brücke und dann ran. Junge. Ja, aber dann fliegst du ja nach hinten auf dem Schiff. Ja, das ist lustig. Ja, okay, gut, mach das. Kannst du mir das geben? Was denn? Das Puder-Ding? Das hier? Ja. Oh Mann. Hugo ist alles allein, oder was? Wir haben eine Drohne. Voll die große Drohne, die sieht echt so 3 Meter groß aus. Hä? Ist die so? Boah, ist so creepy, auch wenn, vor allem wenn die so groß und solche riesigen Rotorblätter da hat. Junge, da hätte ich richtig Angst in der Nähe zu stehen, dass da irgendwas abgeht und ich das dann kassiere. Groß ist das Perspektive. Nicht groß. Oh mein Gott! Oh mein Alter. Gott, Alter. Guck doch erst. Man soll mal. Hä, warum macht man das überhaupt dann auf dieser Straße? Und vor allem dann, wenn noch ein LKW vorbeifährt. Hä? Oh mein Gott. Vor allem der arme Fahrer, Alter. Das sind ja richtig riesige Rotorblätter, Junge. Tiefe. Das geht noch in die Windschutzscheibe rein, oder? Oh mein Gott. Oh mein Gott, Alter. Uff. Guck doch erst. Man soll mal gucken. Links, rechts und wieder. Richtig. So, das macht auch wieder. Das ist smart. Ja, kann ja gar nichts schief gehen. Es wundert mich, dass da was schief gegangen ist. Wenn dein Gabel. Also mich wundert es, dass sie. Not gonna lie, mich wundert es, dass das hier überhaupt möglich ist. Ich hätte nicht gedacht, dass es überhaupt möglich ist, dass man das so aufeinander stapelt. Es wundert mich, dass da was schief gegangen ist. Wenn dein Gabelstapler nicht genug reicht, einfach nochmal adden. Langsam ein großer Junge. Oh, jetzt füttern sie sich schon. Ihr könnt auch Hugo folgen auf seinem Kanal, der ist unten in der Videobeschreibung verlinkt. Hugo streamt auch. Ja, was geht ab, Alter? Viel. Kann man auf Twitch gucken. Mal liken. Das Video liken, abonnieren auch bei Rezo. Glocke aktivieren. Tschüss, tschüss. Was haben wir noch? Jetzt wieder dieses, Ja? Nee, das andere. Ja? Nee, das andere. Das? Genau. Brötchen heißt das. Ohne Scheiß. Das ist ein Wunder, dass wir hier keine Nutella-Flecken haben. Wir nehmen einfach schnell die Bettdecke weg. Da. Ja, da ist er. Nutella-Flecken. Das ist kein Nutella. Doch, das ist Nutella. Das ist eine Scheiße. Ja. Also ich muss sagen, es wäre ein sehr unterhaltsames, sehr lustiges Video. Lasst den beiden gerne ein kostenloses Abo auf YouTube da. Lasst mir auch gerne ein kostenloses Abo auf YouTube da und einen kostenlosen Follow auf Twitch. Würde mich sehr freuen.